Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Let's Play Sims 4. Hier mit dem lieben, mit der lieben Familie Ritter. Wir werden, Moment, Kameraänderung, wenn dir die Standardkameraeinstellung nicht zusagt, kannst du mit STG Shift Tab zu einer anderen Einstellung wechseln, die Fans von die Sims 3 vertrauen sein dürften. Oder siehe dir den Abschnitt Steuerung plus Kamera in den Optionen an. Okay, aber ich würde sagen, wir lassen es einfach mal so. Wir sind jetzt hier in unserem wunderschönen Haus endlich angelangt. Und, nächster Tipp. So, Wandsteuerung. Können wir aber erstmal hier ablaufen lassen, oder? Können wir noch nicht. Machen wir das Tempo. Ihr könnt euch ruhig schon bewegen, meine lieben Freunde. Ja. So, Wandsteuerung, blende die Wände im Haus ein oder aus, klicke auf den Wänden Hochbutton. Alles klar. Moment, wir gehen erstmal. Können wir irgendwie steuern? Ach, wir können mit WASD steuern. Oh, shit. Achso, das sind die Wände. Okay. So. Natürlich, der liebe Hendrik setzt sich erstmal hin. Erschöpft von dem Einzug ins neue Haus, obwohl da schon die ganzen Möbel drin waren. Und er freut sich gerade über Football, obwohl da Nachrichten laufen. Ja. Unser John liest erstmal ein bisschen. John der Ritter. Er hat fertig gelesen innerhalb von 2 Sekunden. Er denkt mal wieder ans Geld. Er will dieses Buch wahrscheinlich verkaufen. Ich bin mir nicht sicher. Oh, komm her, mein lieber Sohn. Hier, was hast du denn da gelesen? Ein schönes Buch? Ja, Moment, Vater. Ich lese dir mal. Nein, aber ich muss die Stimme anders machen. So. Ja, Moment, Vater. Ich lese dir mal kurz ein Buch durch. Das war sehr interessant. Da waren so kleine Jungs, die sind irgendwo. Und dann, ja. John, was soll denn das? Ich dachte, du wolltest mir von einem Buch vorlesen. Ja, Moment, die Verpackleute, die Verpacker kommen gerade noch und wollen uns noch unsere kleinen Sachen, unsere möblierten Sachen holen. Hast du schon, habe ich dir schon damals von der Geschichte mit dem Dino erzählt, wo dieser Dino auf mich zurannte und ich meine Bazooka nahm und ihn genau ins Gesicht schießte? Ja, hat denn die Bazooka viel gekostet, mein Vater? So viel wie Bücher. Okay, nein, ich laber hier gerade wirklich absoluten Bullshit. Das ist. Oh Gott. Okay, der Moment. Ich würde sagen. Boah, was machen wir denn jetzt hier? Schauen wir mal hier, wo ist denn. Das ist doch der Baumodus. Baugrundlagen, willkommen im Baumodus von Die Sims 4, der leistungsstärker und leichter zu bedienen ist als je zuvor. Mit ein bisschen Unterstützung wirst du in kürzester Zeit fantastische Häuser und Gebäude gestalten. Alles klar. Wir haben allerdings natürlich auch nicht so ein großes Budget, um eben alles zu bauen. Jetzt überlege ich, wir haben hier nur ein Doppelbett. Die beiden, die schlafen natürlich nicht an einem Doppelbett. Deswegen kann ich, wie kann ich denn das eigentlich verkaufen? Ach so, drehe ich das? Okay. Wie kann ich denn das wieder verkaufen? Ja, jetzt geht's ja schon los. Objekt nach Zimmer. Interessant. So, Baumodus ist das Baumenü. Hier findest du baukommende Zimmer, Wände, Tapeten, Treppen oder Fundament. Okay, logisch. Objekt nach Zimmer. Mit Hilfe des Menüs Objekt nach Zimmer kannst du dir beim Einkaufen Möbelstücke nach Zimmern sortieren, anzeigen lassen, öffnen Objekte nach Zimmern. Ja, gut, habe ich. Was haben wir denn jetzt hier? Objekt nach Funktion. Du kannst Einrichtungsgegenstände und auch nach Funktion einkaufen, die etwa Elektronik. Ja, gut, Elektroniksachen. Was haben wir hier? Haushaltsinventar. Kann ich das hier jetzt so reinstecken? Okay. Ja, das hab ich ja gelesen. Hier. Funktionssachen. Gib und untersuche den Namen ein. Sofa. Ja, gut. Ich nehme mal. Gib mal Sofa ein. Da kommen halt ein paar Sofas, ja. Du kannst Objekte auch im Haushaltsinventar platzieren, um was bedeutet im Fall eines Umzugs nützlich ist, öffne das Haushaltsinventar. Okay. Hier kannst du die Sichtbarkeit der Wände der angezeigten Stockwerke, der die Kameraeinstellung verändern, klick auf die Buttons, um die Wände zu ändern. Okay. Kamerasteuerung. Zimmerbauen. Es gibt sehr viele Tools, die dir dabei helfen sollen, rasch ein großartiges Haus für deine Sims zu errichten. Werfen wir einen kurzen Blick auf einige dieser Tools. Baubutton. Waren wir da nicht gerade schon? Willst du mich jetzt verarschen? Gestaltete Zimmer, gespeicherte Zimmer, gestaltete Zimmer. Wand, ja, boah, geh. Ah, pf, doch, geh doch weg.
So. Wie mache ich denn jetzt? Nein. Nein! Ach, verdammt. Ich komme ja noch gar nicht klar. Wie kann ich denn Sachen verkaufen? Oh, jetzt habe ich aus den, jetzt habe ich's verdoppelt. Wie habe ich denn jetzt verdoppelt? Wie kann ich es denn verdoppeln? Ist ja interessant. So, Moment. Ich weiß nicht, wie ich es verdoppelt habe. Gut, ich müsste mir eventuell mal nach dem Part noch ein paar Sachen angucken, wie ich was mache. Ah, so kann ich. Oh, so kann ich die Wände weiter dingensen. Aber wir machen erstmal das hier weg. Wir stellen das. Oh, Moment. Erstmal die Kamerasteuerung. So. Wir stellen den Busch einfach mal hier drüber zum anderen Busch, würde ich sagen. What the fuck? So. Zum anderen Busch hier schön daneben. Ja. So. Oder Moment, wie mache ich das denn mit den Zimmern? Hier ist halt das Schlafzimmer vom alten Herrn. Ich würde sagen, wir stellen mal kurz die Sachen hier hin. Die Mülltonne kommt auch mal hier kurz vor. Moment, die Mülltonne müssen wir ein bisschen umdrehen. So, die Mülltonne drehen wir jetzt hier um. Wenn wir nicht so eine große Grundfläche, können wir das einfach hier so nach vorne schieben. So. Jetzt haben wir schon mal eine größere Grundfläche. Hat ein bisschen was gekostet, war jetzt aber nicht so teuer. Also kein Thema. Wir schieben mal die ganzen Sachen auch mal ein bisschen vor, wieder da, wo sie hingehört haben. So, hier. Und dann würde ich sagen, bauen wir hier das Zimmer von Sean hin. Aber wir müssten eigentlich die Dinger. Machen wir mal die Mülltonne hier hin. Nee. Nee. Das können wir nicht machen. Oder die Mülltonne wird. Nein. Die Mülltonne muss schon hier hin. Aber dann ist der Platz hier ein bisschen zu eng. Hier, wir machen das mal ein bisschen größer. So. Alles klar. Das steht dann hier. Ja, jetzt müssen die Sims leider stehen. Tut mir leid. Das steht hier. Das steht dann hier. So, verschieben wir einfach mal alles so ein bisschen nach. Nein. Nein. Ach so. Ach so, so ist das. Okay. So nach links. Dann können wir nämlich hier auch schön das Zimmer von unserem lieben Sean machen. Dann machen wir jetzt erstmal hier eine Wand. Wenn ich wüsste, wie eine Wand geht. Ah ja, so geht das, okay. Was? Word? Wieso machst du die Wand denn nicht? Ach, verdammt. So. Nochmal. Neue Runde, neues Glück. So, hier. Jawohl. Jetzt hat er sie gebaut. So, dann bauen wir das noch hier so. Und dann hat der Jean hier so einen kleinen Eingang. So, perfekt. Das passt doch. So. Okay. Würde ich sagen, bauen wir noch ein kleines Bettchen hin, oder? Wo habe ich denn Bettchen? Schlafzimmer? Hier ist Schlafzimmer. Betten. Was haben wir denn für hübsche Betten im Einsatz? Ein Einzelbettsystem. Diskretion. Einzelbett mit Stauraum. Die Erhöhung. Schlummerwolle. Nee. Einzelbett Teenie-Träume. Nee, würde ich jetzt nicht sagen. Reduzierte Liege. Kobolde ab. Was abwehrendes Bett von für unser Bestes. Nee, 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 nee. Der. Jean braucht schon ein bisschen teureres Bett. Boah, aber die sind schon ganz schön teuer. Einzelbett. Energie. Nehmen wir Einzelbett-System-Diskretion. Das sieht eigentlich ganz gut aus. Können wir das in Blau wählen? Ja, in Grün? Können wir sogar machen. Geil. Okay. Kriegt der Jean hier so ein schönes grünes Bett. Hier dann. So seitlich. Oder? Ja, hier so seitlich. Das ist ganz gut. Moment. Jetzt würde ich gerne nämlich noch Fenster machen. Fällt mir gerade so auf. Dazu müssen wir erstmal Wohnwände einblenden. Genau. What the fuck? Die Fenster sind aber ein bisschen blöd platziert, oder? Hier die. Nein! Ach, verdammt! Ah.
Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Fenster. So, die da, kann ich die nicht irgendwie verkaufen? Wie kann ich die denn verkaufen? Oh, jetzt habe ich wieder kopiert. Jetzt habe ich wieder kopiert. Wie verkaufe ich dich? Ah, mit der Entferntaste habe ich das jetzt gemacht. Okay. So, besser. Wir brauchen nämlich ein paar. Wir brauchen hübschere Fenster. Wir nehmen Oktofenster, klassischer Fensterflügel. Nehmen wir so klassische, oder? Hier, klassischer Fensterflügel kurz. Nehmen wir klassische Fensterflügel kurz. So, also eins kommt erstmal hier hin. Moment. Hier hin. Eins kommt dorthin. Mir fällt aber auf, wir haben unsere Wände sind gar nicht mal. Die passen ein wenig zueinander. Die, man sieht es ja hier, die Wände passen überhaupt nichts miteinander. Naja, machen wir das aber später. Ich muss aber schauen, dass ich es nicht vergesse. Moment, hier wollte ich noch ein Fenster hin tun. Kurz mal wieder Wände hochziehen. Ist das denn die gleiche Höhe? Ist das die gleiche Höhe? Ich glaube schon, oder? Ja, das ist die gleiche Höhe. So. Machen wir das mal wieder hier so weg. So, okay, das passt eigentlich schon mal. So, Moment, was machen wir hier? Fürs Zimmer, wir brauchen noch so einen kleinen wie heißt das Ding? Beistelltisch, okay. So einen kleinen Tisch brauchen wir auf jeden Fall noch. Was ist das denn? Laramidischer Beistelltisch. Sieht eigentlich gar nicht mal so schlecht aus. Das sieht aber eigentlich ziemlich geil aus. Aufschrei. Wie viel Geld haben wir denn noch? Ja, komm, das gönnen wir uns mal. Hier so ein Grün. Das ist eigentlich gar nicht, das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Beistelltisch. Stellen wir mal hier hin, oder? Den stellen wir hier hin. Oder? Oh ja, ja, ich weiß nicht, wo wir den hinstellen sollen. Hier hin vielleicht. Dahin. Dorthin. Dorthin. Ja, das passt. Moment. Es gibt doch eigentlich auch Computer, oder? Computer? Büro? Büro, Computer? Der ist aber ganz schön teuer. Ghostwriter Desktop. Steinzeitprozessor. Einige Autoren kritzeln hier dabei sehr gerne im Kerzenschein mit einer Schreibfeder auf Pergament. Auch wenn deine Handschrift schlecht ist, tut es auch dieser altmodische Computer. Schalte dieses bei Level 2 der Schriftstellerkarriere frei. Das Slablet. Ein tragbares elektronisches Gerät, das du zum Filmen schauen, Spiele spielen und Musik hören verwenden werden kann. Du kannst darauf auch ein Buch lesen oder Hausaufgaben machen, wenn es unbedingt sein muss. Und kaputtbar plus Videospielfähigkeit. Spaß 5. Spaß 5, Zuverlässigkeit 3, Videospielfähigkeit, Programmierfähigkeit, Comedyfähigkeit, Schreibfähigkeit. Aber ich würde sagen, wir nehmen so einen Slow-Motion-PC, ne? Wer braucht schon einen schicken, dünnen Computer? Nun gut, dieser hier kannst du nun was nicht mit dir rumtragen. Dafür kannst du dich aber einfach hinsetzen und warten, bis deine Dateien hochgeladen sind. Besonders die von letzter Woche. Die müssen jetzt dann jeden Moment fertig sein. Holy shit. Okay. Kann ich den eigentlich auch hier so aufstellen? Ach, den kann ich hier nicht aufstellen. Das ist jetzt schade. Aber das Tablet kann ich hier hin tun. Ich würde aber sagen, das Tablet nehmen wir. Weil hier, ihr wisst schon, wir sind ja Hipster und so. Und da brauchen wir natürlich so ein richtig cooles Ding. Beistelltisch haben wir ja schon. Stellen wir da noch eine Lampe auf, würde ich sagen. So, ich glaube, die Lampe sieht jetzt so vom rein jetzt auf den optischen, so auf den ersten Hinblick, sieht die richtig cool aus. Ich nehme die da. Aber die gibt es nicht in grün, oh verdammt. Die gibt es in blau. Aber in gelb. Okay, wir nehmen sie in gelb. Aber die können wir gar nicht mehr drauf tun. Ach, das Tablet ist so dick, dass das nicht mehr drauf passt, oder? What? Gut, dann machen wir es halt anders. Dann nehmen wir. Moment. Wie machen wir das denn jetzt?
Dann machen wir einfach eine normale Hinwanddeko. Lampen. Die sehen cool aus. Glücksfall. Prestige. Hängelampen Jet. Doch, das sieht ganz cool aus. Wir hängen das hier so auf, so mitten in die Mitte. Ja, das. Ach, die haben wir sogar hier schon. Ja, gut, das passt ja. Wenn es alles so vom gleichen Ding ist. Und da würde ich sagen, ist eigentlich Sean's Zimmer schon fast fertig. Was haben wir denn hier? Ein Badezimmer, Schlafzimmer. Was ist das denn? Achso, ein Beispiel. Kommoden. Eine Kommode könnten wir noch hinbauen. Ein Spiegel. Doch, ein Spiegel braucht der liebe Sean auch. Der ist ja hier richtig selbstverliebt. Kehrseite. Standspiegel, Vater Morgana, Kinderspiegel. Ne, Kinderspiegel, oh Gott. Wow, Wandspiegel, ein Stern. Ach du Scheiße. Vakuumschlauch. Okay, das sieht cool aus. Das brauchen wir. Das hat richtig Swag, das brauchen wir. Können wir das nicht weiter runterstellen? Können wir es nicht... Stellen wir es einfach so auf. Dann... Ach, wir können jetzt gar nicht so hier. Schade, schade, in so einen Spiegel gucken. Das wäre jetzt cool gewesen. Das brauchen wir auf jeden Fall. Eine Kommode könnten wir noch gebrauchen. Hydrinit-Kommode. Horizontale Kommode, die Sess. Was ist das? Enigma-Kommode. Kinderkommode. Nee. Die sieht ja richtig krass aus. Ich würde sagen, wir nehmen die hier, diese Audrinit-Kommode, die passt irgendwie, die sieht irgendwie gut aus. So, die Farbe, wir sind blau. Gelb, oder? Ja, so richtig schönes Gelb, das nehmen wir. Den stellen wir halt hier direkt vor dem... Ja, den stellen wir direkt vor dem Spiegel. Und damit ist Liebeszimmer eigentlich fertig. So ziemlich. Und so rein vom Optischen her gefällt mir die Wohnung so generell auch ganz gut. Wir könnten eigentlich auch noch ein bisschen was an dem Zimmer von unserem lieben Hendrik noch arbeiten. Aber sonst bin ich gerade eigentlich relativ zufrieden. So Leute, das war's allerdings auch schon mit dem Part. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich nehme mal hier noch die kleinen Büsche, die tue ich auch nochmal hier vors Haus. Ich hoffe, euch hat der kleine Part hier gefallen. Wir sehen uns dann demnächst im nächsten Part von Sims 4, wenn es weitergeht mit der lieben Familie Ritter. Bis dann, haut rein, Dankeschön fürs Zuschauen, euer Stefan Tipmate. Haut rein, bis dann, tschüss!